Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Uralte Schmiede. Wie ist sowas überhaupt möglich? Sieht schon geil aus. Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Du könntest ihn mitnehmen. Ein Hologramm? Wahrscheinlich. Kann ich damit irgendwie interagieren? Sieht nicht so aus. Da drüben leuchtet etwas. Ja, da drüben leuchtet etwas, aber hier nicht, ne? Ach, sie meint den Speer. Cool. Wie krass. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Was zum Henker? Ach, das war das Ende. Ja, cool. Dann danke fürs Zuschauen. Ich blöde Jan. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Cassandra hat ISO-Technologie nicht nur besessen, sie konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Cassandra zurückgehst. Denk mir nicht, dass ich mich ausruhen soll! Du hast recht, ich brauche den Pause. Okay, machen wir mal eine Pause. Wenn du drauf bestehst, aber nur weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Thraker hält. Tu ich nicht. Aber Thraker feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. Was hältst du denn von der Mission bisher? So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Cassandra und Deimos. Ich meine Alexios. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemand finden, der es kann. Sarah, ich weiß, was du meinst. Rake, guten Hunger und ja, dann viel Spaß beim Nachschauen. Und was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Ja, das ist sehr realistisch. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer.
Na schön. Cam Nummer 1? Oh, es regnet. Ich frag mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Richtig. Aber wie cool, es regnet. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Wow. Der hasst uns auch. Gut. Warum bist du so kurz angebunden? Ja, was glaubst du, sollen wir als nächstes tun? Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Okay, wenn du weißt, dass er von der Yakuza ist, dann brauchst du eigentlich die Frage nicht stellen, warum der kurz angebunden ist. Was glaubst du, was sollten wir als nächstes tun? Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab zu finden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Danke cool. Für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es vor? Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Mhm. Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Was? Nein? Hä? Was? Nochmal. Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Goodbye. Das sagt ihr, wenn sie einen Falken oder einen Adler als Animus hat, also als Cassandra. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Ja, wunderbar. Wieso speichert sie die ganzen Nachrichten ab? Ich bin drin, wie denn das? Sagen wir einfach, ich habe Krypto ist total einfach. Krypto, okay. Unter die Fußballmatte gelegt für den Fall, dass erst Krypto-Key unter der Fußballmatte gelegt. Für den Fall, dass Abstergo mich abserviert. Und stimmt die Vermutung? Ja. Gerade rechtzeitig. Sie haben einen Ort Notre Dame de Quebec, finden aber das Relikt nicht. Ich bin sicher, dass es da ist. Ich habe das alles nur überflogen. Muss das nicht alles vorlesen. Es ist echt viel zu viel. Da bist du noch in 1000 Jahren. Echt? Ist es so viel? Ja, okay. Okay. Das verlorene Buch von Herodotus, der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Ganz ehrlich, wieso haben diese das Ganze nicht vorgesprochen? Mails habe? Bitte? Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Was weißt du über Herodotos? Was kannst du mir über das Buch sagen?
Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Okay. Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Okay, die ist cool. Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Das ist auf jeden Fall ziemlich ein komischer Chat-Browser hier. Gut, ich schau mal durch. Okay, also. Quebec. Hoch. Warte, habe ich das? Nee, ja. Warte, Quebec, wir sind auf dem Weg. Potenzielle Nachfahre. Warte, von der Franziskaner im 15. Ah, juck. 15. Jahrhundert. Geschwärtsgefangen. Vater der Jason. Kathedralen, Basilika Notre Dame de Gnon. Hier liegen Schätze und Dokumente aus dem 4. Jahrhundert. 900 Menschen, krass. Okay, 5. September 2017. Der Agenten überwacht erneut. Okay. Architektur, Meisterwerk, historische Wahrzeichen. Kiyoshi! Geil. Gebietsauber. Er ist einfach bestochen, gut arbeiten und da hast du Kohle. Abgekriegt. Aber ist kein Problem. Klingt in Ordnung. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Ich bin da tief in Theorie eingetaucht, nachdem unsere Realität unsere Simulation ist. Ich sammle meine Eltern. Okay. Die religiöse Artefakte, übernatürliche Kräfte. Wunder sind die real. Wie real sind sie wirklich? Ja, eigentlich gute, schlechte oder göttliche. Abonniert, um mehr solche Listen zu sehen. Ein cooles Video, bisher kein heiliger Gral. Das mit dem heiligen Gral ist auch echt ein krasser Mythos, ne? Oder eine krasse Geschichte, Mythos. Alles. Legende. Enthüllt Atlantis, wo ist das versunken? Und können unsere Satelliten bei der Suche helfen? Nicht verpassen. Mythos. Dreiköpfige Hunde. Alter. Das Köstliche in Ägypten. Sie in einem Freund unterwegs war. Das ist auch einmal. Okay. Das ist echt viel. Aus Texas, USA. Spricht Englisch, ne? Blablablub. Aus Boston. noch nicht, noch in Ausbildung nächstes Mal. Ja, aber er sorgt dafür, dass er
Ach so, hier werden die. Ja, okay. Sprich eigentlich Französisch, Dr. Okay. Ja, Griechenland auf der Helens Schurboblick. Erste Zeichen menschlicher Vorfahren, ca. 270 vor Christus. Oder vor unserer Zeit. Das Osmanische Reich, 1821. Ja, genau. Herodotus and his work. Wird der Vater der Geschichtsschreibung genannt. Was auch lustig war, der hat das ja, der hat die Schlacht Schlacht mit Sparta gegen den Persien 300 Jahre nach der Schlacht eben geschrieben. Thermopylen, genau. Und ist so krass, der konnte jeden Namen der 300 Spartaner auflisten, aber nicht die zigtausenden anderen so ungefähr. Also hat quasi die zigtausenden anderen Griechen weggelassen. Angeblich ein mächtiger und todbringender Nahkampf. Kann auf verschiedene Arten aufgerüstet werden. Okay. Wer ist Aletheia? Uiuiui, das ist echt viel. Die vor uns kamen, sind humanoid und uralt. Helix, DNA und sechs primäre Sinne. Die ich so sagen, bla bla bla. Manchmal sagen ja, also ich so. Okay, ich lese noch das kurz. Also das Kapitel und dann lasse ich es. Rettung der Welt. Ganz genau. Okay. Juno, also mächtig, ich war Juno. Okay, ja, den Rest lese ich später. Uiuiui. Gut, darf ich wieder? Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Wobei mir fällt gerade auf, dass es schon Viertel vor acht ist. Ich kann mir nicht mal die 56 Namen meiner Klassenkameraden merken. Ja, aber da sieht man, wie krass das die Schlacht von den Spartanern propagiert wurde, schon fast. Also so von wegen, es war unser König, der da gestorben ist, also bekommen wir die ganze Anerkennung und Glorie davon und die Ehre davon. Und ja, dann wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, nächstes Mal weiterzumachen, bevor du wieder in Animus gehst. Ja, dachte ich mir auch. Nein, ich will mich noch umsehen, bevor ich zurückgehe. Gut, komm zurück, wenn du bereit bist. Genau. Was auch interessant wäre, ist der... ist der Fakt, dass Sparta ziemlich sicher schon sehr früh untergegangen wäre, wenn sie die Schlacht bei den Thermopylen nicht für sich genutzt hätten, also im Nachhinein. Weil das war die größte Stärke von Sparta, der Mythos von den Kriegern, die niemals verlieren, so ungefähr. Gut, dann machen wir mal hier den Jet-Mode an.